Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Let's Play Reihe, wollte ich schon sagen. Wir spielen Ark. Das ist zwar schon allgemein hin bekannt, aber wir haben jetzt seit gerade einen dritten Server mit dabei in unserem Cluster. Er hat meine gute Armbrust im Hinter. Genau, auf diesem Server läuft zumindest vorerst Ragnarok. Das ist eine kostenlose Map, die ihr jederzeit runterladen könnt, wenn ihr das Hauptspiel besitzt. Was ist das hier für ein Sandhaufen? So. Ich habe ein anderes Problem. Der klaut mir hier alle meine Sachen und die sind jetzt zu zweit. Der hat meine Armbrust. Ja, komm her. Wo bist du hinter denn? Dir. Ach, Mann, ich werde hier gehittet, warte mal eben. Ja, von diesen. Links, dann lauf, komm, wir gehen mal eben hier, wo es ein bisschen ruhiger ist. Wer hat meine Armbrust? So. Ich habe keine Ahnung, was das ist. Das ist so ein. Aber ich hoffe, es stirbt gleich. Wo ist es? Ah. Ach. Es ist herbe schnell. Ja. Alter. Und hier ist alles voll mit Bäumen. Problem ist auch, dass es Nacht ist, wie man unschwer erkennen kann. Und hat er deinen Kram? Nein. Der hat meinen Kram nicht. Die waren zu zweit. Das war geh mal weg. Hattest du die ausgerüstet oder wie hat er dir die weggenommen? Anschießen hat er mir die geklaut. Das ist doof. Also, der Pteranodon wird es nicht gewesen sein. Nein, das war schon ich, die Dings da bei uns. Ja. Was pfeifst du? Nichts. Wir müssen jetzt natürlich erstmal irgendwie zu einem Loot Crate oder so. Wenn wir was gefunden haben, wo wir bauen, dann machen wir dir eine neue. Oh, ein Lystro. Ich weiß nicht, sollen wir mal zu dem laufen? Das ist gerade der einzige, den ich sehen kann. Ja. Vielleicht ist er weg, bis wir dort angekommen sind. Ah, da. So eine Fackel mitgenommen von Scorched Earth. Oh. Na gut, dann mache ich das auch. Ich habe ein Dodo gehört. Ich wollte nur gucken, was das für ein Vieh ist und dann hat es mich ausgeraubt. Irgendwas Großes. Oh, ein Trike. Ganz viele Trikes. Und Schildkröten. Hier geht's immer schneller runter. Ist egal, das ist nicht so hoch. Bist du so viel schneller als ich? Ich Bewegungsgeschwindigkeit geskillt habe. Okay. So, Creatures. Ich lade. So, ich habe noch eine Armbrust für dich im Ark. Erstmal unfollow pfeifen.
Ich pack's dir in den Hellboy, ne? Ich bin am Verhungern. Das Fleisch ist weg, was ich mitgenommen habe. Ich bin hier voll gebackt. Moment. Scheiße. Ist was im Hellboy? Oh, der ist leer. Scheiße, da war ja viel Zeug drin. Aber der hat auch nichts zu essen für mich. Verstehe nicht, warum du deinen Drachen nicht auf Unfollow gepfiffen hast. So, hier hast du erstmal eine Armbrust. Ich sterb gleich. Warte, ich gebe dir die Hälfte ab hier. Mal diese ganzen Skins. Das habe ich schon an. Droppen wir mal weg hier. Bionic-Kostüm, so. Und Nerdy. Ach. Scheiß auf die Clownsmaske. Wir nehmen Nerdy-Skin. So. Und Tony Dragons wird es hier wahrscheinlich nicht geben. So, wir haben es jetzt 3 Uhr morgens. Interessant ist auch, dass noch PvP aktiv ist. Denn eigentlich... Also erstmal gucken, wie das mit den neuen Tribe-Einstellungen geht. So. Okay. Ja, ich denke mal, gleich wird's hell. Da hinten sieht man's schon. Bin echt gespannt. Aber ist interessant, ne? Gerade als wir auf Scorched Earth los sind, war die Armbrust aus einmal aus dem Ark raus. Und hier ist es wieder drin. Aber Bronto! Wen essen? Ja. Ich denke schon. Ach ja, die Kampfmusik haben sie jetzt neu gemacht, nachdem es offiziell released wurde. So ein Braver. Die Fackel kann jetzt weg. Wohin sollen wir denn? Weiß nicht, ich wollte mir das erstmal von oben alles so ein bisschen anschauen. Weil ich habe mal, ich weiß gar nicht wo, ich glaube im Trailer, habe ich gesehen, es gibt Ruinen und so. Ja, das da oben sieht doch sogar nach einer Ruine aus. Mehr Licht wäre noch nicht schlecht. Ist der Obelisk da im Wasser oder? So aus, als ob. Aber kann auch täuschen. Also hier gibt es auf jeden Fall auch eine riesige Eislandschaft. Da würde ich jetzt erstmal noch nicht hin, weil wir noch unsere Scorched Earth Wüstenkleidung anhaben. Das ist also schon mal. Aber ganz hübsch hier so. Aber hier muss man viel mit Pillern machen, wenn man hier bauen möchte. Ja, viel Arbeit. Ja. Ass. Wie soll man denn hier landen? Ich glaube, jetzt bietet es sich an, erstmal alles an Loot Crates mitzunehmen, egal wie billig die sind. Was rauscht denn hier so? Auch der Wasserfall.
Richtig geil. Naja, also Idee wäre jetzt natürlich, aber man müsste pillern. Schön hier so. Aber gut. Man muss dazu sagen, wir spielen auch mit Modifikationen bei uns auf den Servern. Wir spielen zum Beispiel mit der Structures Plus Mod. Da gibt es dann Wände und Pillar, die direkt mehrere Ebenen hoch sind. Kostet dann natürlich auch die Anzahl an Ressourcen. Ja, da gibt es eine XL-Wand, die ist direkt 12 Wände hoch, also so groß wie ein Behemoth Gate. Und die kostet dann natürlich auch das 12-fache an Ressourcen. Aber man muss nicht ewig hochfliegen mit irgendeinem Tier oder sich ein Tapajara oder ähnliches zähmen. Und das Ganze könnte man hier mit diesen Pillern auch realisieren, vielleicht, weil ich finde das hier Ja, wir können ja erstmal voll weiterschauen. interessant. Ja, genau, wir schauen erstmal. Aber das ist schon in meiner persönlichen engeren Auswahl. So eine Art Brücke einfach von links nach rechts und dann schön dahin. Ja, da hinten sehe ich schon Eis. Wie gesagt, keine Pelzkleidung. Hier ist aber auch lauschig. Aber hier ist alles voll mit Bäumen. Du siehst nicht, wenn irgendeine Gefahr kommt. Ja. Was ist denn das da für ein krasser Baum? Und hier ist auch so eine Ruine im Wasser. Hier wachsen Kristalle. Also von der Optik her finde ich, ist die Map echt schön bis jetzt. Ein Gefällt mir Rex. richtig. Ja, gefällt mir auch sehr gut von Optik. Ah, oh, Stegos, die habe ich ja ewig nicht gesehen. Wenn man so lange Zeit auf Scorched Earth ist. Was denn hier? Eis? Nee. Oh. Hier ist kalt. Ja, dann gehe ich doch mal wieder. Ja, hier sind ja auch minus 1 Grad. Aber die Ankis fühlen sich gut. Reptilien. Glaube, da unten ist ein Argent. Den habe ich gerade schon gesehen. Ganz viele Skorpione. Bei mir ist immer noch kalt hier. Mir schneit's auch. Ja, es sind plus 2 Grad. Oh, was ist denn das da für eine coole Ruine? Da hat sich jemand ein Schloss für mich gebaut. Wenn das Schloss schon da ist, dann können wir da auch einziehen. Meinst du? Das hoffe ich. Oh, cool. Mal was essen. Die Kälte hat mir ein bisschen den Rest gegeben. Aber da kämpft irgendwas im Eingang. Was denn, Skelettkrieger? Huch, was ist das denn? Fledermäuse. Ach, das sind Onyxer. Wir sind die neuen Hausbesetzer. Oh, da ist ein Standort für einen Brunnen. Da unten. So. Bin duster hier. Oh, hier ist alles voller Spinnen. Ih. Ih. Hätte ich mal das Licht wieder ausgemacht. Scheiße. Ich bin festgepackt, sonst würde ich dir Ich habe Stunden. irgendwie so ein. Ich bin in einem Spinnennetz. Geht auch eine Treppe nach unten. Ich weiß aber gerade nicht, ob ich da gerne runtergehen möchte. Gibt ja auch eine Treppe nach oben. Ja. Da an der Seite. Ah. Naja, Neugier und so, ne? Aber es ist voll cool hier. Hallo? Bist du da reingegangen? Nach oben bin ich gegangen. Komm mal mit. Warte. Huch. Ich hab das schon mal blöd. Blöden Treppen. Fall die runter.
Also mir gefällt sie mega gut. Kann man hier bauen? Weiß nicht. Boah, das wäre ja endgeil. Wenn ich so rede, aber würde mir schon. Boah, herbe cool. Oder ey, es wird mir ja voll gut gefallen hier. Boah, also wenn du die Fackel ausmachst, dann wird es schon Ja, ganz und dann schön. müssen wir hier überall was hinstellen, fackelnmäßig. Sieh das mal an, wie cool das hier ist. Hoch geht denn das da? Keine Ahnung. Finden wir es heraus. Oh, noch höher. Geil. Ja, das ist ein Riesenteil hier. Find's mega cool. Aber die Frage ist, können wir hier drin bauen, ne? Hallo. Weil ich bin nicht oben. Voll genial. Voll schön hier. So. Und diese Brücke, die können wir bestimmt mit irgendwelchen, also falls man hier bauen kann man die bestimmt mit irgendwas da zusammensetzen, dass wir da auch drüber gehen können. Okay, jetzt waren wir oben. Dann will ich auch einmal sicherheitshalber in den Keller gucken. Wofür ja? Da solltest du nicht alleine reingehen. Und ich mache mir halt Gedanken wegen der. Oh, oh, oh. Vorsicht, böses Loch. Böses Loch. Ja. Hier. Oha. Wo sind wir denn hochgekommen? Keine Ahnung. So geht's auch runter. Aber nicht zu weit, bitte. Nein. Oh, 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 ah. Naja, egal. Runter kommt man immer. So. Nur, ich weiß natürlich nicht, ob hier dann die ganzen, diese Spinnen, die hier vorhin waren und die Onyxe, ob die dann nicht hier auch neu spawnen. Das wäre natürlich doof. Ach, warte mal, funktioniert das Gate denn hier? Natürlich nicht, das ist Deko. Soll ich nicht lieber vorgehen? Ich habe ein bisschen Angst. Es geht noch tiefer. Aha. Dieser Penner vorhin hat. Ach nee, ich wollte gerade sagen, der hätte mir auch noch meine Feuerpfeile geklaut, hat aber nicht. Ein hervorragender Jahrgang hier im Weinkeller. Ja, Boah. es ist zum Weinen. Boah, die Treppe hört gar nicht mehr auf. Okay, hier ist ein größerer Raum. Hier könnte man Tresore reinstellen oder so, sofern man hier bauen kann. Müssen wir gleich mal ausprobieren. Habe ich irgendwie was um. Gut, Sleeping Bag kann man ja überall platzieren. Ne? Das wäre jetzt kein sinnvoller Test. Aber ich glaube, beim Lagerfeuer bin ich mir nicht so sicher, ob man das überall platzieren kann. Also setzen könnte ich es hier. Okay, was ist hier Aber das hinten? Kann heißt man da mal nichts. vorgehen? Noch eine Treppe. Oh, oh wei. Eieiei. Weinfässer und es steht unter Wasser. Ja, Wasser ist doch gut. Und ein Loch in der Wand. Nehmen wir mal direkt die Trinkflasche komplett auf. Jetzt sind wir im Weinkeller. Was machst du da? Oh, das Fass. Ich glaube, hier ist ein Dungeon. Glaube, da möchte ich jetzt erstmal nicht rein. Ja, ich glaube, das ist ein Dungeon da unten.
Ja, aber. Ja, ohne Taucherausrüstung wahrscheinlich gerade nicht so zuträglich. Gut, dann lass uns mal eben schnell ein paar Sachen zusammenfarmen, um zu gucken, ob wir Foundations machen können. Oder eine. Es reicht ja eine Strohfoundation. Wenn wir die hier platzieren können, können wir theoretisch alles bauen. Aber wenn das hier unten. Weiß nicht, ob ich im Weinkeller was bauen möchte. Nein, ich meine im ganzen Haus, aber wenn das Ganze hier sowieso ein Dungeon ist, könnte es sein, dass das Bauen hier geblockt ist. Also so ohne Laterne oder Fackel ist schon. Naja, fahren wir erstmal ein bisschen weiter. Es ist ja kurz vor 9 am Morgen. Können wir mal hier noch so ein bisschen erkundschaften. Roter Lutstrahl. Der dauert noch ein bisschen. Hier unten ist Dschungel. Ich weiß nicht, ob mir das so gut gefällt. Nee, eigentlich nicht, weil hier sind Krokus und so, habe ich schon gesehen von oben. Ja, dann sind ja auch so Titanboas und das Gelumpe ist im Sumpf immer. Also bauen wir lieber nicht in der Ruine. Nee, vielleicht nicht. Aber können es mal. Aber du kannst mir trotzdem ein Schloss bauen. Wackel gerade. Irgendwie, ja. Keine Ahnung. Also hier wohnen auf jeden Fall die Brontos. Parathea. Naja, die tun ja erstmal keinem was. Was braucht man denn für eine Fiber? Wenn die Kleinen jetzt hungrig wären, könnten wir euch alle essen, aber. Ah, obwohl mit S-Plus-Strukturen könnte es sowieso sein, dass wir da bauen können. Ah, mit Heiligenschein. Ich will ihn haben. Hui. Hallo, Freunde. Wann denn? Wollte gerade schon die Kampfmusik anfangen. Na komm. Und war was Gutes drin? Nee, nur Blueprints. Blueprints für den Kühlschrank und ein Apparentis Dunkeloestos Sattel und ein Journeyman Megatherium Sattel und. Okay. Keine Ahnung. Zeugs. Gedöns. So. Dir zuliebe, meine liebe Akasha, fahre ich jetzt nochmal hier rein. Also hier müssen wir aber auf jeden Fall. Das sieht ja sehr geil aus meiner Perspektive, wie der Drache um die Burg rumfliegt. Also landeplatzmäßig müssen wir definitiv dann noch mal was machen, wenn wir ein bisschen weiter oben wohnen. Okay, hier passt da nicht durch. Aber drunter, dass man sich da festpackt. Also ich finde es, wie gesagt, sehr interessant, dass man da, dass da so ein Brunnen, so ein Wasserspawn ist halt. Also die Onyxe hier sind jetzt schon nachgespawnt, ne? Okay, wir lassen das lieber. Ich hab da keinen Bock drauf. Lass mal. Vielleicht können wir uns ein eigenes Schloss bauen. Das ist ja sowieso das geringste Übel.
Aber jetzt mal nur Interesse halber. Also Foundations könnte man hier platzieren. Aber sagen wir mal so, es ist eine S-Plus Foundation. Die kann man sowieso an anderen Stellen platzieren als die normalen. Das sagte ich ja eingangs schon mal. Wir arbeiten mit S-Plus. Eigentlich eine sehr schöne Mod. Kann ich sehr empfehlen. Weil sie Möglichkeiten da bietet, die man mit den normalen Strukturen nicht unbedingt hat. Und vor allem kann man... Ah, da hinten links. Siehst du das? Was denn? Pteranodon. Nein, da. Das fliegen so Dinger die ganze Zeit hoch. Wahrscheinlich Vulkan. Mhm. Also, was ich sagen wollte, man kann die meisten, oder ich glaube, man kann sogar alle S-Plus-Strukturen wieder aufheben. Also wenn man sich mal irgendwie verplatziert oder ähnliches, dann kann man sie besser setzen. Und man kann die Strukturen auch in alles Mögliche reinbacken. Also man könnte... Man hat erheblich bessere Chancen, ein ordentliches Fundament für sein Haus zu bauen. Vor allem kann man sogar... Bei zweien bin ich mir sicher, ob es mehr sind, weiß ich nicht. Aber man kann definitiv zwei Foundations aufeinander stapeln, was einem natürlich dann auch erheblich, hier sind so Geysire, was einem erhebliche Möglichkeiten bietet, was eine große ebene Fläche als Fußboden da bietet. Ne? Also Vulkan haben wir auf jeden Fall. Da unten sind überall so heiße Quellen. Aber diese fliegenden Teile da, die kommen definitiv aus dem Vulkan. Ach komm, wir haben Drachen, Feuerdrachen, die müssten ja eigentlich immun sein. Oh, ich sehe einen Raptor. Sind das Greife? Nein. Ne, es sind Argents. Ja. Oh. Das Kanus oder Alus? Wo? Manus. Ich sehe nicht. Mir ist heiß. Aber wir tragen doch schon eine Wüstenkleidung. Hier steht mir, mir wäre heiß. Okay. Ich mir mal so ein Geysir oder heißt. Da sind Alos übrigens. Schönes Dreierrudel. Wo? Ja, da! Da, wo es brennt. Der Alpha leuchtet doch. Da. Können ja nichts ab, die Viecher. Auch wenn das Blut gerade nur so aus mir raussprudelt. Das finde ich auch sehr hübsch da. Mit dem riesigen Loch. Vor allem, das scheint ein Weg zu sein. Boah. Oh, was ist das denn? Geil. Was? Ist das ein Alpharex? Ja, ich habe das gerade nur bei dir auf dem Screen gesehen. Ja, das ist ein Alpharex. Warte. Alpharex, du bist wohl. Was hat der? Einfach extremes Gull. Hey, so gilt das nicht. Greift der hier von hinten an? Ich glaub's ja wohl. Ja, warte, Schatzi, ich drehe mich nur gerade, damit ich dich besser beißen kann. Ich dir schon nicht davon, mach dir mal keine Sorgen. Ja, komm. Wer läuft jetzt weg? Vielleicht keine Stamina mehr. Seitdem die das Feuer so Stamina
intensiv gemacht haben, ist das ein bisschen schwieriger geworden. So. Oh, ganz viel Filet. Irgendwas Cooles gekriegt. Alpha Rex Trophy, Alpha Tyrannosaurus Zahn. Nichts, was wir nicht schon mal gehabt hätten. Aber ich habe mein ganzes Inventar voll mit Filet. Ja, dann guten Appetit. Aber ich kann es nicht kochen. So, wir machen mal. Hä, das Leben? Geht aber. Ich glaube, wir machen mal ein bisschen mehr in Melee Damage rein. Ja, du bist ein feiner Kleiner. So, jetzt möchte ich mir hier weiter diese Schlucht anschauen. Schade. Ich wollte, dass der Drache AAA macht. Dann wäre ein Schluchtenscheißer. Boah, war der schlecht. Ja, auf jeden Fall geht's nicht. Oh, hä? Boah, hier ist alles abgefackelt. Das ist doch kein Stego. Nein, das sind diese anderen. Ja, diese wandelnden Spikes. Oh, guck mal, kann man nicht hier bauen? Boah, wie geil ist das denn? Ist das so cool? Ja, da ist schön, aber wenn du dir das hier so mal im Verhältnis anguckst, hier voll die verkohlte Brücke und so. Was ist das Gelbe denn? Ist das Schwefel? Nee. Grasbüschel oder so ein Scheiß. Hallo. Also landen ist hier nicht. Ist denn der Drache jetzt so langsam? Oh, das ist aber hübsch. Also mal richtig. Ich habe hier gerade den Tourbus gerettet. Ein Tobis Tourbus. Ich fliege mal gerade zu dem lila Loot Crater. Naja, keine Ahnung, wo der ist, aber mach du mal. Aber so zum Bauen allgemein finde ich, hier sind die. Das ist echt schlecht gemacht. Ups. Ich hab einen Pachy und einen Raptor gegessen. Ja. Hey, ist wieder ein Brunnenspawn. Keine Ahnung, wo du bist. Ich sehe hier nichts Lilanes. Jetzt ist es auch weg. Oh, verdammt, ich wollte gar kein Feuer speien. Ist die Hälfte Stamina runter. Ah ja, das war ja auch der Grund, warum wir gesagt haben, wir skillen jetzt nur noch die Stamina bei den Drachen. Hm. Jetzt schon wieder ein Brunnenspawn. Also ich bin hier. Oberhalb von diesem großen Tal. Ja. So quasi fast da, wo ich auch bin. Dann glaube ich die Burg da sehen. Also ich fliege jetzt auf diesen riesigen Wasserfall zu, der am breitesten und am höchsten ist. Am durchgehenden Stück. Da, wo du bist, quasi. Also hier ist mega viel Metall. Sehe ich schon. Wäre mal interessant zu wissen, wo hier vielleicht noch Loot Crates runterkommen. Da unten. Weil das wäre ja hier... Nee, das ist Wasser. Einen Golem hier hinzuschleppen, wäre natürlich auch eine feine Sache. Ja, aber ganz ehrlich, ohne Flieger bist du hier richtig in der Uhr. Hier auf jeden Fall.
Ja, dann Quetz mit Sattelplattform, Golem drauf. Quetze müsste es hier theoretisch auch geben. Weiß ich aber Also, nicht bestimmt. ja, noch nichts Außergewöhnliches gesehen. Quetz ist ja auch eigentlich nichts Außergewöhnliches für eine Grünland-Map. Da vorne ist auf jeden Fall Loot Crate. Also die Strukturen sind bei mir immer so eckig, wenn ich, Hier gibt es wenn sie nicht hier. skaliert sind. Guck mal, Oh, Ost. jetzt haben wir Reife gefunden. Oh ja. Zwei Stück. Wollen wir erstmal noch weiterschauen? Weil wir haben immer noch keinen geeigneten Spawnpunkt, beziehungsweise Wohnort. Ich hoffe, diese Brücke da gehört jetzt nicht zu irgendetwas, wo wir schon waren. Das ist schon wieder sehr dicht am Schneebiom. Hier wird gekämpft. Und in der Brücke sind Löcher. Wenn man runterfällt, dann geht's ganz tief hinab. Was ein Knäuel ist denn das hier? Das ist ein Raptor dazwischen. Ein mutiger kleiner Raptor. Das Schweinchen macht aber Krach. Kanu ist da auch noch mit bei. Ja, habe ich nicht gesehen. Oh, können wir gleich mal nach da drüben? Da sieht es auch hübsch aus. Ja, sicher. Könnte mir vielleicht sogar gefallen da. Hier bist du echt eine Uhr, wenn du keinen Flieger hast. Ja, deswegen wollte ich ja die Drachen mitnehmen. Ja, schau mal hier so. Hier gefällt es mir echt Hier gut. gibt es auf jeden Fall Wasser. Ja. Mehr als genug. Hier gibt es so große Fläche. Man diese Felsen hier komplett abtragen könnte, also diesen hier, aber wahrscheinlich nicht. Hallo, kleiner Parry. Oh, ich liebe Parrys, die sind so cool. Nein, der hier nicht. Was? Oh, really? Pompis. Hm? Habe ich eigentlich die Fackel draußen? Vergessen, die wieder wegzustecken vorhin. Also diesen dicken, der hier steht, den kannst du natürlich nicht haben, ne? Ne, hast du schon getestet? Ja, bin ich ja gerade einfach abgestiegen, der geht nicht. Schade. Weil der ist mir echt im Weg. So hätte ich gesagt, kann man dann ganz hervorragend. Ja, Ja, obwohl wieso denn? Wenn kann wir man einen haben, so dann bauen wir auch. da oben und arbeiten mit Pillern. Ja, wieso? Foundations gehen hier zwei hoch. Mit den S Plus Foundations. Das wäre nicht das Ich meine, Problem. mein prinzipiell ist die Fläche hier eigentlich auch groß. Wenn die kleinen Felsen kannst du ja abtragen, das ist ja nicht das Problem. Und der Felsen hier ist der Deko oder Welcher? der links von dir? Dieser. Ja, nein, der große da. Na, schon wieder Kombis.
Oh nein. Okay. Eieieiei. Das ist hier lebensgefährlich. Ja. Das stimmt. Oder? Diesen Felsen meinte ich hier. Er ist auch Deko. Ja, hab ich doch gerade versucht, jetzt ja, das Kombi-Vieh mich angegriffen hat. Gut, aber wenn man jetzt hier das Holz wegmacht und schön übers Wasser drüber die. Was? Was? Ich höre Dodos. Ja, hier laufen noch zwei rum. Legen wir die mal weg. Hui! Ich mag es, wenn sie durch die Gegend fliegen. Aber ja, wir könnten hier auch schön übers Wasser bauen. Ja, ja, ich will ja dann auch übers Wasser drüber. So ein Raptor, den esse ich. Komm her, mein Freund. Genau, weil du das Dracheninventar ja noch nicht genug voll mit Fleisch hast. Guck mal, er brennt unter Wasser. Finde ich gut. Oh wei, wir sind auch schon am Ende der Folge angekommen, sehe ich hier gerade. Ja, ich hoffe, ihr habt einen ähnlich angenehmen Eindruck von dieser Karte gewonnen wie wir. Ich weiß nicht, ob wir jetzt gleich direkt weiterfilmen oder ob wir ein bisschen bauen oder so. Schauen wir mal. Lasst euch einfach überraschen. Wir werden sehen, wie es weitergeht. Bis dahin sagen wir erstmal Tschüss. Vielen Dank fürs Zusehen. Bis zum nächsten Mal. Auf Wiedersehen.